Wir wollen ja hauptsächlich Rechnungen machen, die irgendwie mit Geochemie, Mineralogie, Kosmochemie oder sonst was zu tun haben. Und das sind Rechnungen, die wir vielleicht relativ häufig ausführen, wenn es um fraktionierte Kristallisation geht. Dann gibt es dafür eine Formel, wenn wir zwei Sachen mischen, dann haben wir vielleicht die Magnesiumkonzentration im ersten Gestein mal die Häufigkeit dieses Gesteins, vielleicht gibt es davon 80%. Und dann haben wir die Magnesiumkonzentration im zweiten Gestein mal sowas wie 0,2%. Und daraus berechnet sich dann die Gesamtzusammensetzung des Gesteins oder sowas. Und das wollen wir dann sehr häufig machen und dann wollen wir das Ganze hier nicht jedes Mal schreiben, sondern schön wäre es, wenn es genau dafür vielleicht auch eine Funktion gäbe. Und natürlich kann man eigene Funktionen oder Methoden, ist im Grunde genommen in erster Näherung, sagen wir mal, das Gleiche, selbst definieren. Und dafür nimmt man den Befehl def. Und dann schreibt man den Funktions- oder den Methodennamen, den man sich ausgedacht hat. Und der soll jetzt mal noch einfacher sein, als das, was ich gerade gezeigt habe. Einfach nur, wir wollen zu irgendeiner Zahl eine weitere Zahl addieren. Also wir machen hier plus 1 zu einer bestehenden Zahl und die bestehende Zahl soll mal die Variable haben von mir aus a. Dann kommt ein Doppelpunkt und dann kommt das dazugehörige Programm. Dann haben wir hier die Variable a und zu der soll eine zweite Variable, soll 1 dazu addiert werden. Also steht hier plus 1. Und das Ergebnis, das Result des Ganzen, soll dann ausgegeben werden. Dafür brauchen wir noch den zweiten Befehl, das ist Return Res. Und das war's dann. Dann führen wir das Ganze aus. Und da kommt erstmal nichts, weil wir nur definiert haben, dass es jetzt diesen Befehl hier gibt. Und jetzt benutzen wir den Befehl plus 1, den wir eben definiert haben, schreiben da jetzt irgendeine Zahl rein, zum Beispiel 4, und führen das aus. Und dann kommt 5 raus, weil jetzt genau das hier passiert ist. Zu diesem Ganzen hier wurde ein a, zu diesem a, was hier das 4 ist, das 4 ist das a hier, wurde 1 hinzugezählt. Und schon haben wir einen eigenen Befehl definiert, was natürlich sehr praktisch ist. Das Ganze funktioniert jetzt nicht nur mit einer Variablen, sondern angenommen, wir wollen jetzt drei Zahlen addieren, dann können wir hingehen und sagen, add three numbers und dann haben wir eine Zahl 1, eine Zahl 2 und eine Zahl 3 und das Resultat ist dann n 1 plus n 2 plus n 3 und dann soll das Ergebnis wiedergegeben werden. Dann führen wir das aus, damit dieser Befehl auch, diese Methode auch definiert ist. Dann schreiben wir hin, add three numbers. Schreiben wir ein, 1, 2, machen wir 4 statt immer nur 3. Und dann kommt raus 7. 1 plus 2 ist 3 plus 4 ist 7. Oder wenn wir jetzt 5 reinschreiben, dann kommt eben 10 raus. 1 plus 4 ist 5 und nochmal 5 ergibt dann 10. Das Ganze ist natürlich ultra praktisch, denn damit können wir jetzt diesen Befehl hier immer wieder verwenden. Und wir können hier auch das, was ich gerade hatte, reinschreiben, dass man def mix zum Beispiel, dann haben wir hier ein Rock 1 und ein Rock 2 und dann der Modalbestand von Gestein 1. Dann haben wir genau das hier nochmal, R1 mal X1 plus R2 mal 1 minus X1. Return Res. Ich könnte natürlich auch, und da muss der Folge, ich könnte auch das einfach machen, könnte auch direkt hier Return hinschreiben, je nachdem, wie lang das Programm ist und so weiter. Führe das Ganze hier aus und mache dann Mix und dann hat so das erste Gestein soll. Zum Beispiel eine Magnesiumkonzentration von 43 Gewichtsprozent haben, das zweite von 55 Gewichtsprozent und vom ersten sollen 80% da sein und dann kriege ich hier die Mischung raus und das geht für jedes Gestein, das ich hier mal habe. Jetzt können wir das Ganze noch eine Stufe weiter treiben. Und zwar, diese ganzen Definitionen stehen jetzt nur in einer Zelle und dann machen wir mal Folgendes. Dann gehe ich hier oben auf File, dann klicken wir auf Download S und dann hier auf Python. Dann klicken wir drauf und dann wird das Ganze
in irgendeinen Download-Ordner gespeichert. Und als erstes gehen wir mal zu dem File und benennen das um, und zwar in Mineralogy Module. Und dann kopieren wir das in ein Verzeichnis. Und zwar sollte dieses Notebook hier ja in einem bestimmten Verzeichnis liegen. Und in diesem Verzeichnis sollte ein weiteres Verzeichnis sein, also ein weiterer Ordner mit dem Namen Modules. Und da kopieren wir dieses Mineralogy Module rein. Also hier soll natürlich weiterhin diese Endung .py dranbleiben. Das kopieren wir in dieses Verzeichnis rein. So, wenn wir das gemacht haben, dann können wir Folgendes machen. So, wir machen mal hier Import und dann Modules. So heißt dieses Unterverzeichnis Modules. Punkt. Und dann Mineralogy Module. Importieren wir das. So, und damit haben wir praktisch diese drei Sachen importiert. Und wer ganz sicher sein will, dass hier auch nicht, dass auch wirklich das neu importiert wird, der kann ja auf Kernel gehen und dann Restart und Clear Output machen. Also wenn ich jetzt plus one tippe, dann sollte hier nichts funktionieren, weil es nicht definiert ist, weil es nicht mehr ausgeführt ist. So. Jetzt führe ich aber das hier aus, also ich importiere jetzt dieses Mineralogy Module. Jetzt muss ich hier hinschreiben Modules. Mineralogy Module. Punkt. Und jetzt mache ich hier plus 1 und schreibe hier rein 6. Führe das aus. Kommt hier 7 raus. Weil ich jetzt diese Befehle aus diesem Modul hier geladen habe. Das ist natürlich ultra praktisch, denn jetzt müssen wir das nicht jedes Mal neu definieren, sondern können das in der Datei speichern, können es also nach und nach so ein Modul anlegen, so ein Mineralogie-Modul, und dort verschiedene Befehle selbst definieren, die wir dann immer wieder verwenden können. Allerdings ist es ein bisschen unpraktisch, dass man immer dieses ganze Ding hier vorne hinschreiben muss. Deshalb kann man hier noch hinschreiben, as, also import modules, as, MI, zum Beispiel für Mineralogy. Jetzt mache ich das, führe das wieder aus und dann schreibe ich auch nur noch das MI hin und dann funktioniert das weiterhin. Oder ich mache add three numbers, schreibe mir rein 6, 7, 3, sollte 16 rauskommen, kommt 16 raus. Ja? Das ist wirklich enorm praktisch. Was man manchmal auch noch sieht, was auch noch möglich ist, ist Folgendes. Ich mache hier nochmal, clear nochmal alles. Ja, also wenn ich jetzt das hier mache, dann funktioniert das nicht, weil ich das hier noch nicht importiert habe. Jetzt importiert das noch nicht, sondern ich schreibe hier nicht import hin, sondern from modules mineralogy import und jetzt nehme ich nur das plus one as PO zum Beispiel. Führe das aus und jetzt kann ich machen PO plus 1 von 4 und dann kommt hier 5 raus. Jetzt habe ich nur das hier importiert, die anderen nicht. Ja, also ich kann jetzt, also ich kann es nicht irgendwie hingeben mit diesem MI oder mit diesem Modules, mit dem Ganzen hier. Und das hier vorne hinschreiben und dann plus 1, das würde nicht gehen. Sondern ich habe nur aus diesem Modul das eine hier heraus importiert. Das funktioniert dann aber. Ja, also das ist enorm praktisch, weil da muss man vielleicht, wenn man ein sehr großes Modul hat, muss man nicht alles importieren oder wenn man eben nur eine Sache braucht, sondern kann dann nur sehr gezielt was importieren. Deshalb sieht man diese zwei Sachen. Also einmal dieses entweder dieses Import Modules as zum Beispiel MI. Dann wird das gesamte Modul importiert oder from diesem, von dieser Datei soll nur ein Befehl importiert werden. Und so kann man eigene Befehle anlegen, in der Datei speichern und ihn später wieder laden. Ultra praktisch.